So, herzlich willkommen zu meinem nächsten YouTube-Video. Es wird heute ein sehr, sehr schweres Video für meinen Kameramann. Wir machen jetzt nämlich gerade ein paar Schritte. Und darum soll es nämlich auch gehen. Es gibt also voll viele, das heißt Kontroversen würde ich es nicht mal nennen, aber so die Oldschooler oder Oldschool, ich will es auch nicht mal so nennen. Das eine Lager sagt, ja, Schritte zählen, was für ein Quatsch, das machen wir nicht, hat man früher auch nicht gemacht. Und das ist jetzt schon der erste Punkt, wo ich einmal eingreife. Hat man früher auch gemacht. Da hat man es noch nicht so genannt. Aber ich mache die Scheiße jetzt auch schon 12 Jahre und ich weiß, dass alle damaligen Bodybuilder angefangen haben. Und was haben sie sich gesagt? Oh, das ist Diät. Ich nehme jetzt mal die Treppen. Oh, das ist Diät. Ich gehe jetzt mal lieber zu Fuß zum Einkaufen. Weil ihr nämlich euren Grundumsatz, eure Aktivität erhöhen wolltet. Auch schon damals. Und jetzt kommt einfach nur die Frage, warum soll es denn dämlich sein? Warum soll es denn dämlich sein, seine Aktivität zu messen? Wir haben so viele Vorteile dadurch. Wir haben zum einen ein weiteres Tool, um irgendwo eine Stellschraube zu drehen in der Diät, ohne dass wir uns bei den Kalorien einschneiden müssen. Das heißt, ich rechne in meinem Coaching immer ungefähr 4000 Schritte für eine halbe Stunde Cardio. Eine halbe Stunde Cardio sind bei mir immer ungefähr 300 bis 400 Kilokalorien. Die Zahlen sind auch völlig wurscht. Ihr müsst euch nur irgendwo etwas in den Kopf haben, wo ihr einen festen Duplikator oder einen festen, wie soll man es sagen, einen festen Wert habt. Und jetzt könnt ihr ja hingehen und sagen, bevor ich mir jetzt 300, 350 Kilokalorien streiche, setze ich die Schritte einfach um 3.000, 4.000 hoch bei einem Athleten. Und jetzt kommt der nächste riesengroße Vorteil. Schritte haben einen extrem geringen Einfluss auf eure Ermüdung. Das heißt, wenn es zeitlich drin ist, 6.000 Schritte mehr zu machen, dann bin ich immer ein Freund davon, die Schritte hochzuziehen, bevor ich weniger Kalorien esse oder bevor ich mehr Cardio mache. Cardio machen wir später noch ein bisschen was dazu, wenn wir im Gym angekommen sind. Aber das wäre Punkt 1. Also Punkt 1 für mich, warum es einfach effektiv ist, mit einem Schritteziel zu arbeiten, ist es, wir haben eine weitere Stellschraube in der Diät, die uns auch eigentlich fast keine zusätzliche Ermüdung macht. Punkt 2 ist, kannst du ausmachen, Punkt 2 habe ich vergessen. Was ist Punkt 2? Punkt 2, Junge Dennis, ich kann so nicht arbeiten, wenn du hier vorne so fest läufst. Wenn du hinfällst, lassen wir das im Video drin. So, Punkt 2, bei ganz, ganz vielen Athleten, kann man mit ganz, ganz kleinen Tipps, Tricks und Ideen mehr Kilokalorien rausholen, ohne dass man es wirklich merkt. Das heißt, fangt doch einfach mal an, wenn ihr zum Einkaufen fahrt, nicht den ersten Parkplatz am Eingang zu nehmen, sondern nehmt den Parkplatz, der am weitesten weg ist. Da habt ihr euch schon mal 2, 3, 4, 500 Schritte dazu aufs Konto gearbeitet, ohne dass ihr es wirklich merkt. Ihr könnt Schritte in euren Alltag super integrieren. Das heißt, für 300, 200, 400 Euro gibt es schon ein Walking Pad. Man könnte, wenn man im Büro arbeitet, quasi beim Arbeiten seine Schritte machen. Und vor allem ist es ein Tool, ihr könnt es immer und überall machen. Ihr müsst dafür nicht ins Gym fahren, ihr müsst nicht aufs Cardio. Ihr seid da nicht extrem nass geschwitzt. Das heißt, wenn ihr am Abend feststellt, Mensch, ich habe jetzt noch eine halbe, dreiviertel Stunde, ich gehe einfach mal raus und mache meine 3.000, 4.000 Schritte. Ich sage jetzt einfach nicht Punkt 3, fügt immer so viele Punkte zusammen. Zu Punkt 2 zusätzlich, ihr seid an der frischen Luft. Frische Luft tut gut, frische Luft ist gut für die Stimmung. Und ihr könnt euch die Freundin schnappen und dann habt ihr auch noch eine schöne Zeit mit der Frau zusammen. Gewicht, 90 Kilo Körpergröße. Gucken wir mal, was habe ich gesagt? 4000 Schritte, 300 bis 400 Kalorien. Wie viele Schritte? Ich habe gesagt 4000, 300, 350. Also langsam, durchschnittlich oder schnell? Oh, ich gehe schon recht zügig. Schnell. 200 Kalorien. Und ich wiege mehr wie 90. Ja. Mach mal auf 110. Das werde ich so nach ein paar Wochen Diät oder kurz davor haben. Ja gut, ich bin auf Stoff. Metabolismus ist besser. Kommt ungefähr hin. Extra Klemm. Ein bisschen mehr Klemm drin. Ja, aber es ist schon so. Haben wir gerade geguckt, hauen wir jetzt nochmal mit ins Video. Der Dennis hat gerade gesagt, es gibt auch so einen Schritte, wie heißt der, Schrittekalkulator? Ja. Vielleicht können wir das sogar mit ins Video reinschneiden. Da könnt ihr es auch mal eingeben. Ich war ja gar nicht so schlecht. Ich sag mal, mein Metabolismus ist ja ein bisschen anders wie bei den normalen Menschen, den wir da genommen haben. Und so 3.000, 4.000, 5.000 Schritte, die merkt man halt wirklich kaum, wenn man die über den Tag reinläuft. Und ihr habt dann halt einfach
300, 350, 400 Kalorien verbrannt. Weil wir das am Anfang gesagt haben, wer Schritte trackt, ist dumm. Ich würde sagen, wer es nicht macht, ist dumm, weil ihr lasst damit eigentlich fast eine komplette, fast 100 Gramm Reis auf der Strecke. Wenn ich euch jetzt so frage, würdet ihr jeden Tag unterschiedlich 100 Gramm Reis mehr oder weniger essen? Da wird doch jeder auch von den Oldschoolern sagen, auf keinen Fall, man muss genau jedes Gramm abwiegen. Aber dann lauft er los, macht mal 6.000, macht mal 12.000 Schritte. Das Ganze ist doch schon saublöd, wenn man da sagt, es macht keinen Sinn, Schritte zu tracken. Es macht genauso Sinn, Schritte zu tracken, wie man auch seine Kalorien trackt in einer Diät. Umso mehr ihr einfach kontrolliert und protokolliert macht, umso besser funktioniert halt einfach unser Bodybuilding-Lifestyle. Wir leben von Routinen und von daher für mich gibt es da eigentlich gar keine Frage. Schritte tracken ist ein Muss. Klar, ne, irgendwo hört es auf, wenn du jetzt am Tag einmal bummst oder dreimal. Gibt sicherlich auch Leute, die das mit reintracken. Schatz, wir müssen noch mal eine Runde, mir fehlt noch eine Runde Aktivität. Okay, das muss dann muss man das so machen, dass man da wirklich Bock drauf hat und dass es eigentlich anfängt zu stressen. Das kannst du halt auch nicht mit irgendeinem Lifestyle machen. Ne? Das wär, also da wäre ich auch raus. Ich finde, so Tools sind halt auch immer eine Sache, man muss finden, was tut einem gut und was nicht. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt jeden Tag irgendwie 50 Gramm Reiswaffeln extra mitnehmen muss, nur weil ich mal irgendwo eine Treppe mehr steige, da hätte ich dann tatsächlich keinen Bock drauf. Aber so die Baseline mit Schritten, finde ich, ist echt ein Muss. So, zum Cardio wird es eine kürzere Geschichte. Ich habe nämlich keinen Bock, so viel Cardio zu machen hier. Beim Cardio ist es einfach so, das sage ich auch eigentlich immer meinen Athleten, ihr müsst ein Cardio finden, also eine Art Cardio zu machen, die euch am wenigsten ermüdet und die ihr aber wirklich, sage ich mal, eine halbe bis zu einer Stunde machen könnt, ohne dass ihr Krämpfe in den Beinen kriegt, euch der Beuger oder der Quadrizeps zuläuft oder der untere Rücken. Probiert das einfach ein bisschen aus. Bei mir ist zum Beispiel Stairmaster Laufband, kann ich voll vergessen. Da laufen mir die Schienbeine einfach brutal zu. Und ich habe in der letzten Prep rausgefunden, für mich ist der Stepper hier mit Abstand die beste Lösung. Ich kann das Ding eine Stunde machen, ohne dass ich danach merke, dass mir meine Beine dicht gelaufen sind, mein unterer Rücken zugeht oder ich sonst irgendwelche regenerativen Einschnitte habe durch mein Cardio. Beim Cardio mache ich es so, die wirkliche Zahl ist natürlich nicht so wichtig, da ist es auch wieder die Konstante. Rein theoretisch, wenn man es jetzt richtig wissenschaftlich betrachtet, müsstet ihr am Ende eurer Diät auch eigentlich mehr oder effektiver Cardio machen, weil es einfach weniger verstoffwechselt wird, weil euer Körper einfach effizienter wird. Und ich mache es aber so, ich weiß, ich verbrenne in einer halben Stunde 400 Kilokalorien und genau so werde ich mein Cardio oder genau so lasse ich mein Cardio in der ganzen Diät laufen, dass ich einfach weiß, dass ich nicht, wenn ich ermüdet bin am Ende, weniger oder ineffizienter Cardio mache. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mal eine kurze Runde über Aktivität und Cardio. Schreibt mir mal gerne was dazu in die Kommentare, wie ihr es macht. Vielleicht noch ein paar Anmerkungen, ein paar Ideen und macht wie immer ordentlich Welle. Liken, teilen, kommentieren und gerne fleißig mit meinen Codes einkaufen und wir sehen uns zum nächsten Video.